Ja, heute zum Märchentag, liebe Kinder, begrüße ich Dagmar Kofnatka. Wir stehen hier vor unserem Märchenbanner, wo alle Märchen auf die Gebrüder Grimm zurückgehen. Ich weiß aber, dass Frau Kofnatka eine Spezialistin für regionale Märchen und Sagen ist. Und sie möchte ich jetzt mal bitten, uns zu sagen, welche wichtigen Sagen und Märchen kennst du aus Neubrandenburg? Also es gibt ganz, ganz viele, die der ehemalige Bürgermeister Ahlers mal für seine Tochter aufgeschrieben hat. Und für mich ist die wichtigste die Geschichte vom wilden Eber. Es gibt natürlich auch noch welche von einer weißen Frau, die im Friedländer Tor umhergespukt hat, oder vom alten Stadtwächter, der sich da wahnsinnig aufgeregt hat. Und es gibt auch andere Geschichten über die habgierigen Fischer vom Tollensesee. Aber für mich ist eigentlich die schönste die vom wilden Eber. Und die könnte ich dir jetzt eigentlich gleich erzählen. Das wäre ja schön, liebe Dagmar. Dann machen wir einen Spaziergang auf unserem wunderschönen historischen Wald. Dann genau. Lass uns mal losgehen. Ja, es war einmal vor vielen, vielen Jahren, da hatten die Neubrandenburger Bürger vor dem Stargarder Tor sehr schöne Gärten angelegt und haben dort ihr Obst geerntet und haben ihr Gemüse angebaut und Kartoffeln und all sowas. Und da geschah es immer wieder, dass ein wilder Eber die Gärten alle verwüstet. Da haben sich die Neubrandenburger Bürger gedacht, okay, wir müssen diesen alten wilden Eber vertreiben. Ja. Und so machten sie sich auf, um sich auf die Lauer zu legen und den wilden Eber zu fangen. Aber in der Eile ihres Aufbruches hatten sie vergessen, das Stargarder Tor zuzumachen. Ach. Und so kam es durch die Hatz auf den wilden Eber, dass der Eber einmal einfach umdrehte und durch das Stargarder Tor in die Stadt zurücklief. Du liebe Zeit. Und in der Marienkirche fand zu der Zeit gerade der Gottesdienst statt. Und der wilde Eber, der raste wutschnaubend in die Kirche hinein. Und alle, die da in der Marienkirche waren, die waren natürlich furchtbar erschrocken. Und die Orgel spielte für ihr letztes Kirchenlied. Und der wilde Eber, der stand plötzlich wie vom Donner gerührt vor dem Altar. Und der Geistliche, der ging zu dem Eber hin, zog ihn am Ohr und führte ihn aus der Kirche hinaus. Und so ist es dazu gekommen, dass später einmal ein Türzieher an der Marienkirche angebracht wurde, der den alten wilden Eber noch lange, lange hat im Gedächtnis bleiben lassen. Das ist ja ein schönes Märchen. Wir wollen ja ganz gerne Märchenstadt werden. Und vielleicht können wir auch den alten Eber verwirklichen. Na klar, da könnt ihr zum Beispiel mal ins Museum kommen. Da ist nämlich der Türzieher noch zu sehen. Toll, das werden wir machen. Dagmar, wollen wir noch mal kurz zum Bau des Wallmännchens gehen? Meinst du, ist es da? Vielleicht ist es da. Ja, Dagmar, und ich könnte dir erzählen, oder du darfst es lesen, die Geschichte vom kleinen Wallmännchen. Das lebte auch in Neubrandenburg. Ach, guck an, und das kenne ich gar nicht. Das kennst du gar nicht, obwohl du genau Bescheid weißt. Das ist doch ein Ding, ne? Aber ich weiß nicht, ob es zu Hause ist oder gerade wieder in der Stadt unterwegs. Ja, sein Haus ist ganz interessant. Und die Kinder,
freuen sich, legen hier Nüsse ab. Ach ja? Ja. Und manchmal liegt auch ein Apfel hier, aber manchmal liegt auch was anderes hier, worüber wir uns nicht freuen, das glaube ich. Ja. Dieser Baum ist wunderschön, richtig geeignet für alte Märchen, aber das Wallmännchen ist ein neues Märchen. Schau mal, hier ist es zu Hause, hier hat es seinen Eingang. Und hier stehen die Kinder und bewundern diesen wunderschönen alten Baum, der uns hoffentlich noch lange, lange erhalten bleiben möge. Dass die Stadtväter so weise sind, nicht alle Bäume zu fällen. Weil Bäume, das wissen wir ja, haben ihre eigene Sprache und helfen sich gegenseitig. Es ist gar nicht gut, wenn so wenig Bäume auf dem Wald sind. Da hast du wohl recht. Jetzt gehen wir wieder ins Märchenhaus und hören uns noch zwei andere Geschichten aus Neubrandenburg an. Die vom wilden Eber finde ich auch sehr schön. Und man kann ihn sich so richtig bildlich vorstellen, wie er durch das Tor rennt. Aber scharf ist ja auch, dass er sich in die Kirche getraut hat. Ja. Tja, ein wundersamer, besonderer Gast. Das ist so. Das ist so. Die Heimkehr des armen Wollwebers. In Neubrandenburg lebte einmal der arme Wollweber Matthias Gerling, der sich stets um seine Frau und die vier Kinder kümmerte. Dagegen gab es in Malchow einen Weber, der gleich mehrere Webstühle besaß. Für einige Zeit konnte Matthias dort aushelfen, weil im Winter auf dem Feld und im Garten nicht so viel zu tun war. Es war eine schwere Arbeit, aber das Geld konnte er gut gebrauchen. Es waren bereits Wochen vergangen und das Weihnachtsfest nahte. Matthias hatte inzwischen viele Gulden verdient und sich entschlossen, zum Fest nach Hause zu gehen und für jedes seiner Kinder einen Weihnachtsgroschen hatte er in der Tasche. Als er frühmorgens sich auf den Weg machte, war es bei 8 Grad Kälte trockenes, klares Winterwetter. Jedoch am Nachmittag endet es sich. Plötzlich kam ein böser Schneesturm auf. Alle Wege wurden verweht und die Bäume sahen aus, als wenn sie von gespenstischen Schatten umhüllt waren. Die alte Landstraße war kaum noch zu erkennen. Matthias war vom Wege abgekommen und es wurde immer kälter. Den letzten Schluck Korn hatte er schon vor einer ganzen Weile zu sich genommen. Er hatte ihn als Mittagsmahl mit Brot und Speck im langsamen Wandern verspeist. Der Kampf mit dem eisigen Schneesturm machte ihn müde. Und dazu kam auch noch die Verzweiflung, dass er vom rechten Wege abgekommen war. Aber sehr weit konnte es nicht mehr sein, das wusste er. Was sollte er machen? Ginge er weiter, könnte es sein, dass er sich immer mehr entfernte, statt sich zu nähern. Aber ginge er nicht weiter, würde er erfrieren. Matthias grübelte, wie es nun weitergehen sollte. Plötzlich hörte er Kirchenglockengeläut. Waren das nicht die Glocken von St. Marien? Ja, sie waren es. Mit seiner letzten Kraft schritt er voller Zuversicht dem Schall der Glocken nach. Denn nun konnte es nicht mehr weit sein. Diese Zuversicht gab ihm eine neue Kraft. Nach einer Wegstunde erreichte er das Treptower Tor. Zwar völlig erschöpft, aber von Dank erfüllt. Dieses Erlebnis hat ihn so bewegt, dass er nach wenigen Tagen der Erholung den Pfarrer von St. Marien aufsuchte. Er hinterließ einige Gulden als Stiftung, damit täglich die Wächter- oder Weberglocke geläutet werden sollte, die dann auch anderen Menschen in Not und Verzweiflung das Leben retten würde. Die Geschichte von der Teufelsmühle. In Neubrandenburg soll es einmal eine Teufelsmühle gegeben haben.
So wurde früher die Heidmühle genannt, weil der Müller einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hatte. Damit er ein gutes Leben führen konnte, musste er dem Teufel jeden Monat eine Seele bringen. Man wunderte sich, dass seine Gesellen immer nur ganz kurze Zeit bei ihm waren und dann verschwanden. Aber man fand nicht heraus, was passiert ist. Nun kam eines Tages ein wandernder Geselle aus dem Schwabenland ins Müllerhaus und er bat um Arbeit. Er war ärmlich gekleidet und hatte einen weiten Weg hinter sich. Der Meister war sehr freundlich, denn er freute sich, dass er wieder eine Seele kriegen konnte. Der Junge sollte auf den Hof gehen und ein großes Fuder Sägespäne in eine tiefe Grube schütten. Dabei wollte er ihn heimlich hinunterstoßen. Aber der Geselle war mutig und durchschaute den Plan, als er sagte, dass diese Arbeit nicht zu seinen Aufgaben gehörte, wurde der Müller wütend und wollte ihn schlagen. Der junge Bursche wollte sich das nicht gefallen lassen und bei dem Gerangel stürzte der Müller selbst in die Tiefe hinunter. Mit donnerndem Gepolter fiel die ganze Mühle in sich zusammen und graugelber Schwefeldampf stieg aus der Grube hervor. Froh und erleichtert nahm sich der Müllergeselle nach altem Brauch Wurst und Speck und Brot aus der Speisekammer und machte sich wieder auf den Weg. Auch als die Heidmühle später wieder aufgebaut war, wollten die Wanderburschen nicht mehr dort arbeiten, denn sie glaubten immer noch, der Teufel würde sie holen.